Damit Sie auch ja nichts verpassen, haben wir für jedes Thema eine Kollegin oder einen Kollegen, die ganz genau drauf aufpassen. Und das macht in diesem Fall Marie für die Netz-Highlights. Guten Morgen, Marie. Guten Morgen. Alle Themen aus dem Netz, die uns alle interessieren und neugierig machen. Wir haben schon so oft spaßhaft darüber gesprochen, Leute planen ihre Reise doch nur noch für Likes. Also da kann man ein tolles Foto machen und dann hat mein Urlaub auch eine Bedeutung wirklich bekommen. Jetzt gibt es Daten dazu. Genau, es gibt eine Umfrage, die hat mal gefragt, wie sehr beeinflusst Social Media unseren Urlaub wirklich? Leute ab 16 Jahren wurden befragt und tatsächlich haben also 59% ihren Urlaub und ihr Ausflugsziel schon mal gewählt, um Fotos davon in sozialen Netzwerken zu teilen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja schon ein sehr großer Anteil. Jeder Fünfte hat schon mal Absperrungen und Verbotsschilder für ein besonderes Foto oder Video ignoriert. Das ist ja auch schon mal wieder ein bisschen blöd, einfach nur erstmal so das Verbot zu ignorieren. Mhm. Aber 14% haben sich sogar schon mal in Gefahr gebracht für ein besonderes Foto. Das ist natürlich... Alles für die Likes, ja, ne? Und aber ganz schön dafür, 72% nehmen gerne am Urlaub von anderen über Social Media teil. Immerhin. Teilen ist ja auch schön, aber das Leben riskieren ist eher Quatsch. Was sagen denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Die sind tatsächlich komplett auf der anderen Seite des Spektrums und sagen auf gar keinen Fall, hier zum Beispiel die Brigitte, aber als wir in Kroatien eine Kajaktour gebucht haben, zeigte uns der Tourguide zum Schluss eine Location, wo viele Instagram-Leute hinkommen. Das kennt man ja, ne? Dass die Tourguides einen schon direkt dahin führen, dann sagen, gib mal gleich Handy und du darfst dich dann hinstellen und musst dann Foto machen. Also das ist jetzt irgendwie schon ein Teil der Touren. Und sie sagt aber, eigentlich ist es nichts für mich, sie will ja Ruhe haben. Und die Anja sagt, und das ist dann, kommt dann auch wieder zum Thema Absperrungen und Verbotsschilder, nein, weil ich in der Nähe so eines Ortes wohne. Ich finde es schrecklich, wie die Menschen nur um ein Foto zu machen, die Umwelt zerstören und rücksichtslos sind. Wie wahr. Es muss auf jeden Fall nicht sein. Es gibt aber auch richtig gute Nachrichten aus dem Internet. Wir fragen uns ja andauernd, können die uns nicht mal in Schutz nehmen? Hm. Wir werden ja gerne mal angegriffen mit schrecklichen Fotos. Die kriegen wir einfach ungefragt geschickt. Will man nicht haben. Sie wissen, welche Fotos ich meine. Und da hat Instagram jetzt nachgeholfen. Genau, Instagram geht gegen Spam vor. Du sagst es gerade schon. Bis jetzt konnte man einfach wahllos unendlich viele Nachrichten schicken, Fotos, Videos und so weiter. Damit ist Schluss. Auch wenn man nicht verlinkt ist, ne? Also einfach nur schicken. Wenn die Person einem nicht zurückfolgt. Mhm. Ne? Also jetzt kannst du einer Person, die dir nicht folgt, noch eine Nachricht schicken, auch nur noch Text, also kein Video, kein Foto, keine Audionachricht. Und erst wenn die Person diesen Chat annimmt, dann kann man weitersprechen. Also keine Schmuddelfotos mehr, ohne dass man quasi davor gewarnt wird. Und auch nicht 200 Nachrichten ohne Antwort. Richtig so. Wir haben eine wundervolle Geschichte aufgedeckt. Und wenn ich sage wir, dann natürlich Marie. Es gibt einen Reporter in Amerika, der stellt unglaublich intime Fragen. Und man denkt immer, ja, was soll da jetzt bei rumkommen? Und wir stellen fest, die wunderschönsten Liebesgeschichten. Genau, Hunter Prosper heißt der Amerikaner. Und der geht halt rum und fragt einfach fremde Menschen auf der Straße. Die Reihe heißt Stories from a Stranger, also Geschichten von Fremden. Mhm. Und der stellt ihnen alle möglichen tiefen Fragen des Lebens. Zum Beispiel, wer ist deine große Liebe und warum hast du dich in die Person verliebt? Schön. Wir waren 57 Jahre und 19 Tage verheiratet. Aber wer zählt schon mit? Wir haben einfach zusammengehört. Tja, als wären wir eine einzige Person. Wir hatten verschiedene Denkweisen, verschiedene Persönlichkeiten. Das war es nicht. Er ist einfach für immer mein Seelenverwandter. Es wird nie jemanden wie John geben. Wir haben uns gegenseitig vervollständigt. Sie war einfach immer da. Die ganze Zeit, auch als ich es nicht sein konnte. Sie hat nie aufgehört, an mich zu glauben. Wow, tut mir leid, ich liebe sie einfach so sehr. Weißt du, das Schöne daran ist, wie ehrlich das ist. Ja. Ne? Internet ist oft so voller Fakes und alles irgendwie so erschummelt und geskriptet. Mhm. Und das sind Menschen, die einfach offen über ihre Gefühle sprechen. Du merkst ja auch, wie echt es ist. Ne? Also wir haben bei unseren Zuschauern auch noch mal nach ihrer großen Liebe gefragt. Und da sagt der Dirk zum Beispiel, es ist meine Lebensgefährtin. Ihre leuchtenden und strahlenden Augen haben mich vom ersten Augenblick an fasziniert. Es hat noch keine andere Frau meine Seele so berührt. Süß. Die Nathalie schreibt, mein Mann, weil er mich immer unterstützt, wir so viel lachen und er mir einen wundervollen Sohn geschenkt hat. Außerdem fühle ich mich wohl, er rettet mich vor bösen Spinnen und er ist sehr hübsch. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Ganz unwichtig, dass er auch noch ganz gut dabei aussieht, während er die große Tarantel aus dem Wohnzimmer entfernt. Und es gab also so viele Rückmeldungen dazu, auch viele Leute geschrieben haben, ich selbst oder meine Kinder, mein Mann. Und auch leider ein paar ein bisschen traurigere Geschichten, hier, wie die Daniela zum Beispiel, die mit ihrer großen Liebe einfach nie zusammengekommen ist und jetzt die in den 20 letzten Jahren ein anderes Leben ohneinander geführt haben. Aber immer wieder spannend, wie viel oder was für einen Eindruck bestimmte Menschen bei uns hinterlassen und uns nicht loslassen wollen. Ja. Wir hatten einen ganz fantastischen Besuch, eine liebe Kollegin, Annemarie Carpendale, mit einem der bekanntesten Nachnamen in ganz Deutschland, war bei uns zu Gast für ihre neue Show, Der Heiratsmarkt. Genau, und da geht es ja darum, dass die Eltern für ihre Kinder den Partner aussuchen. Dann haben wir sie natürlich mal gefragt, wie kommst du denn mit deinen Schwiegereltern so klar, was mögen die an dir? Und haben rausgefunden, manchmal reicht es schon, der Einäugige unter den Blinden zu sein. Ich kann zwar nicht ganz besonders gut kochen oder backen, aber besser als alle anderen in der Familie. Und jedes Weihnachten kann ich immer nur total punkten. Und Baba, wie er heißt, also Howard, sagt jedes Mal, das ist der geilste Salat, den ich jemals zum Raclette gegessen habe.
Dabei ist es einfach nur ein guter Salat. Ganz lieben Gruß. Und ihr habt eine Frau kennengelernt. Wir haben viele Spezialtreffen, die ihr arrangiert und ganz tolle Interviews mit Geschichten, die ihr im Internet gefunden habt. Wer hat euch diese Woche begeistert? Genau, wir haben eine Online-Rubrik In meiner Haut heißt die. Und da haben wir mit Natascha Zagorski gesprochen. Die setzt sich für Rechte von Frauen nach Fehlgeburten ein. Mhm. Hat sie auch selber erlebt, das hat sie uns auch erzählt, wie es ihr damit ging. Hat uns aber auch gesagt, welche Rechte es schon gibt, von denen man teilweise gar nichts weiß. Wie man betroffenen Müttern, aber auch Vätern, weil denen geht es ja auch nahe, wie man denen helfen kann, wie man die unterstützen kann. Und hat über ihr Engagement eben gesprochen, wo sie da gerade dran arbeitet. Also ein ganz tolles, langes Gespräch, was man jetzt bei uns auf der Website und auf Facebook angucken kann. Gerne anklicken, wenn die Zeit dafür da ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und du hast uns noch ein Rätsel mitgebracht. Das Internet hat ja Rätsel, an denen man gerne mal verzweifelt. Genau, beziehungsweise dir, weil wir testen es jetzt mal aus. Wir haben auf unserer Website ja viele super Sachen. Es geht hier darum, wer das S unter den Dollarzeichen in unter 10 Sekunden findet. In unter 10 Sekunden? Der ist besonders schlau. So, hau rein. Was das S? Das ist doch schon irgendwo in der Mitte. Ah, du warst schon so nah dran, ich kann gar nicht... Da, die 10 Sekunden sind um, aber... Wo ist es? Jetzt habe ich es selber aus dem Auge verloren, hier irgendwo. Ja, hier irgendwo, du bist witzig. Da! Ja, genau. Nein! Hier wäre es gewesen. Wow. Haben Sie es? Habe ich super gemacht. Ja, sieht aus wie... Okay, das ist richtig fies. Ja. Oh nein. Und so ein Rätsel wird es jetzt ab und zu auf unserer Website geben, also einfach mal. Ja, toll, nachgucken. Dann werden wir alle wieder wütend, wenn wir das Handy in der Hand haben. Und mitraten. Marie, vielen Dank. Sehr gerne. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen, dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.